Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute, ein Jahresrückblick auf die Politik in Liechtenstein, und dazu begrüße ich den Regierungschef Klaus Tschütscher. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Fangen wir gleich an, Jahresrückblick. Es war ein turbulentes Jahr aus der Sicht des Regierungschefs. Ja, es war ein interessantes Jahr, sicher auch ein Jahr, das viele Herausforderungen gebracht hat. Einiges haben wir können wieder erledigen. Ich denke, es hat ein paar Meilensteine in diesem Jahr gegeben. Ganz am Anfang sind die Krafttreten vom neuen Steuergesetz. Das war sicherlich ein riesiger Erfolg für unser Land insgesamt. Hat dann der Bogen gespannt über den Sommer mit der weiteren Sanierung des Staatshaushalts. Haben wir die ersten grossen Brücken können zusammen mit dem Landtag verabschieden, sodass wir heute ja schon Einsparungen vorgenommen haben von weit über 80 Millionen, nachhaltig aus dem Staatshaushalt gestrichen. Wenn wir das internationale Umfeld anschauen, glaube ich, ist das eine außerordentliche Leistung. Was man noch vergessen hat, heute wird europaweit über Schuldenbremsen diskutiert. Wir haben so auch schon vor 2 Jahren geschaffen. Wir sind sogar einen Schritt weitergegangen. Wir haben eine Schuldenverhinderungsbremse eingeführt im neuen Finanzhaushaltsrecht. Und das macht sich jetzt natürlich zahlt, indem dass wir politisch, Regierung, wir aber auch Landtag, verpflichtet sind, zu dem Haushalt zu sorgen. Wenn ich dann den Bogen weiter spannen kann, wir haben entscheidende Vorlagen zur Entscheidungsreife vorantreiben können. Ich denke da an die Vorlage Kirche und Staat, die wir dann im nächsten Jahr dürfen miteinander diskutieren und behandeln mit dem Parlament zusammen. Regierungsreform, sehr gut vorbereitet, die letzten 20 Jahre jetzt konsolidiert Wissen und in eine Vorlage gegossen. Und ich denke jetzt zuletzt natürlich an das Debian mit Deutschland. Das ist sicher etwas, wo man dann später einmal in der Geschichte wird sicherlich so können auch darstellen und an der Bedeutung beimessen, die so hat. Muss man erklären, das ist das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Ja. Also so innerhalb von 2 Jahren vom Schurkenstaat zum Partner auf Augenhöhe. Ja, ich würde sagen, es zeigt ein bisschen, in welcher Zeit, dass wir heute leben. Vor 2 Jahren sind wir wirklich der Prügelknabe gewesen. Ich habe das auch immer wieder auch in den ausländischen Medien betont. Wir sind der Prügelknabe gewesen für vieles, für was Liechtenstein nicht gestanden ist. Wir sind einfach die Etikette gewesen. Und wenn man sieht, dass man 2,5 Jahre später mit dem wichtigsten Handelspartner nach der Schweiz kann so ein Abkommen schliessen, das für unsere Wirtschaft entscheidend ist, dass sie auch weiterhin investieren in diesen Ländern, glaube ich, zeigt, wie schnelllebig das Zeit ist und wie schnell das auch Politik muss reagieren. Sie haben die großen Würfe erwähnt, also von der Steuerreform bis zum Doppelbesteuerungsabkommen, die auch weit in die Zukunft reichen. Aber ist es nicht erstaunlich, dass die Medien und vielleicht auch die Menschen die kleinen Dinge, die das Land unmittelbar betreffen, die 3 Referenden zum Beispiel, viel mehr Raum einnehmen? Ja, ich glaube, die Referenden haben es natürlich an sich, dort ist man unmittelbar bei der Bevölkerung dazu. Ich finde das so gut, dass sehr viele Sachabstimmungen bei uns im Land stattfinden. Politik, die Regierung, Landtag, wer auch immer aus den politischen Entscheidungsträgern, muss mit der Bevölkerung direkt in Kontakt treten. Und ich glaube, das haben wir auch gelernt aus diesen Abstimmungen, dass man heute muss die Bevölkerung schon sehr gut überzeugen, dass reine Parolen von den Parteien heute nicht mehr lange zu Mehrheiten überkommen. Ich glaube, da muss man vor allem auch die Parteien darüber nachstudieren, wie man in Zukunft zu dieser Meinungsbildung bei der Bevölkerung kommt. Ich habe zum Beispiel nur das zu erwähnen, ich habe der Jungbürger 4 ist kurz vor der Abstimmung zum Spital gewesen, Gelegenheit gehabt und auch genutzt, mit ein paar Jungbürgern in Kontakt zu treten und ein Gespräch zu führen. Ich habe sie dann noch gefragt, wie garnieren die Volksabstimmungen her. Es sind also diejenigen, die sehr interessiert sind, aber sie bilden sich die Meinung nur noch daheim am Tisch, wenn diskutiert wird, nur noch über die Zeitung allein, nur noch über das Fernsehen. Natürlich sind alles wichtige Bestandteile, am wenigsten über Empfehlungen von der Parteien, was mich erstaunt hat oder was man noch was einfach zur Kenntnis nehmen, sondern sie bilden sich die Meinung untereinander über Facebook, da sie kommunizieren und diskutieren Themen miteinander und bilden sich dann die Meinung und gehen die Abstimmung. Ich glaube, auf es muss sich vor allem die politische Landschaft bei uns im Land auch noch hinstellen. Gehen wir kurz auf diese Abstimmungen ein. Die erste war Partnerschaftsgesetz. Das ist ja eigentlich relativ normal gelaufen. Ich habe nur mehrfach als Argument gehört, die Initiatoren hätten diese Abstimmung gar nicht herbeigeführt, wenn der Landtag ein paar Gegenstimmen gehabt hätte. Sie haben einfach durch dieses Zu-Null-Ergebnis das Gefühl gehabt, unsere konservative Position ist in diesem Land nicht mehr vertreten. Ja, der Landtag hat
jeder Landtagsabgeordnete hat natürlich gerade in dieser Sache, glaube ich, auch seine eigene Meinung müssen bilden. Und dass der Landtag da einhellig zu dieser Meinung gekommen ist, ist auf der anderen Seite natürlich auch ein gutes Zeichen für die Vorlage gewesen. Im Übrigen auch, und ich möchte das aber nicht vergleichen, wir haben ja im letzten Herbst auch eine Vorlage gehabt, die einhellig durchs Parlament ist, das Steuergesetz, das im Ausland nicht denkbar wäre. Und auch da, im Partnerschaftsgesetz, wäre es im Ausland, in anderen Parlamenten nicht denkbar, dass das so eine einhellige Stimmung und Meinung gegeben hat. Ich glaube, es ist dann auch natürlich das demokratische Recht in der Verfassung drin, dass Gruppen oder jeder Einzelne so ein Referendum kann greifen kann. Und ich habe das gar nicht schlecht gefunden, dass für ein Partnerschaftsgesetz so eine hohe Legitimation nachher rausgekommen ist. Mich hat es sogar sehr gefreut. Ich habe mich persönlich auch dafür eingesetzt. Ich glaube, es zeigt auch, dass unser Land fähig ist, gesellschaftspolitische Entwicklungen mitmachen. Und das brauchen wir. Und es ist ein sehr ermutigendes Signal, glaube ich, für die Zukunft, weil in der gesellschaftlichen Herausforderung stehen wir vor sicherlich auch vor grösseren Themen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Wir haben ja einige davon angedeutet in unserer Agenda 2020, die grosse Herausforderungen stellen werden für unser Land. Gehen wir zum zweiten Referendum, das schon für deutlich mehr Wirbel gesorgt hat. Das war Schwangerschaftsabbruch, hat begonnen mit der Rede des Erbprinzen am Fürstentag am 15. August und dem angekündigten Veto. So jetzt im Rückblick, es ist noch nicht alles analysiert, aber jetzt im Rückblick als Regierungschef, ist es gut, sinnvoll, ein Referendum vorher anzukündigen? Oder wenn schon feststeht, dass das Volk eine Abstimmung durchführen wird? Also ich glaube, man muss dort einfach unterscheiden. Zum einen gibt es das Vetorecht vom Erbprinz oder vom Fürst in der Verfassung. Das ist so verankert und deshalb ist eigentlich die Frage vom Zeitpunkt. Ich selber habe die Überzeugung, dass es sinnvoll wäre, dass zuerst einmal das Volk abstimmt und dass dann der Erbprinz seine Meinung bildet, dass damit auch die zwei Souveränen ihre eigene Meinungsbildung zum Ausdruck bringen. Und ich würde mir wünschen, dass das im Nachgang erfolgt wäre. Wenn es einmal eine unterschiedliche Auffassung gibt zwischen Volk und Erbprinz, so ist ja das auch gewollt von der Verfassung. Und dann, glaube ich, sind Institutionen, politische Institutionen gefragt, wie Regierung, wie Landtag, wo zwischen denen beten Meinungen dann einen Kompromiss suchen, eine Lösung suchen. Und ich glaube, so ist eigentlich auch unser System angelegt. Und vielleicht kann man sich ja was für die Zukunft auch noch einmal in dieser Hinsicht überlegen. Ist es auf gutem Weg? Ich meine, das Problem ist ja nicht gelöst. Es gibt ja noch immer keinen Vorschlag, liegt jetzt bei der Regierung. Ist die Sache Schwangerschaftsabbruch auch auf einem guten Weg? Also man muss sagen, dass dann ja eine Initiative gestartet worden ist und im Landtag eingereicht worden ist von verschiedenen Leuten aus beiden Grossparteien. Der Landtag hat dann die Initiative der Regierung zur Stellungnahme übermittelt. Ganz unterschiedliche Voten sind gefallen im Landtag. Wir werden zu diesen Fragen eine Antwort geben müssen. Wir können aber nicht die Position vom Landtag einnehmen, weil er hat selber die Initiative gestartet. Es ist natürlich ein schwieriges, ein emotionales Thema, wo jeder auch seine persönliche Meinung dazu hat. Ich glaube, was man machen muss, ist, das nicht nur rein von der strafrechtlichen Seite anschauen. Dort muss man einfach davon weggehen, dass eine Frau, die so einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, stigmatisiert wird und sie hat so schon genug Belastungen. Wir müssen schauen, dass man das nicht nur auf der strafrechtlichen Seite kann, in den Griff bekommen. Aber man muss nur eine glaubwürdige Lösung präsentieren. Gibt es einen Zeitrahmen? Ja, die Regierung hat vor kurzem eine Arbeitsgruppe dazu eingesetzt, um die Fragen zu beantworten, die gestellt worden sind. Wir gehen davon aus, dass wir im März-Landtag die Stellungnahme am Landtag kann übermitteln können. Dann kann der Landtag darüber diskutieren und Beschluss fassen und eventuell auch wieder ans Volk verweisen. Ja, der Landtag ist ja eine eigene Initiative. Der Landtag hat eine erste Lesung durchgeführt, wird eine zweite Lesung durchführen und dann verabschieden auf der strafrechtlichen Seite. Und dann wird man schauen, ob der Landtag das freiwillig dem Volk vorlegt oder ob es allenfalls wieder zum Referendum kommt. Aber wird ein Thema sein, das vielleicht noch vor dem Sommer gelöst werden kann? Ja, also wir dann die Stellungnahme auf jeden Fall rechtzeitig zuleiten. Und ich glaube, man sollte das Thema noch nicht über Jahre hinweg weiterziehen. Was halt gut wäre, wenn man da dazu mal eine fundierte, breite Vernehmlassung könnte durchführen. Der erste Vorschlag war ja eine Volksinitiative gewesen. Der zweite ist jetzt eine Initiative aus Reihen von der Parteien. Und ich glaube, man sollte mal eine breite Diskussion darüber führen und dann aber auch eine endgültige Lösung herbeiführen. Drittes Referendum, vielleicht das emotionalste und das auch ungewöhnlichste. Die Regierung war dafür, der Regierungschef war dagegen. Das Parlament war dafür, Verpflichtungskredit Krankenhaus, die Parteivorstände waren dafür und das Volk war dagegen.
Ja, ich denke, es ist in einer Demokratie so, dass es vor allem wichtig ist, dass man Positionen kennt. Insgesamt ist es eine sehr emotionale Kampagne gewesen. Die Regierung selber hat da entsprechende Rückschlüsse daraus gezogen. Selber habe ich einen Vorschlag der Regierung unterbreitet, weil ja doch zu Recht auch Kritik erfolgt ist, wie die Kampagnen geführt worden sind. Die Regierung soll in Zukunft und insbesondere auch, ich denke, die regierungsnahen Institutionen, dann mal jetzt das Landesspital, sollte nicht emotionalisieren, sondern man sollte mit Sachargumenten auftreten. Wir haben deshalb auch beschlossen, dass wir in Zukunft wirklich im Informationsgesetz so Rechnung tragen, in dem Sinn, dass man Broschüren macht, dass man an kontradiktorischen Veranstaltungen teilnimmt, dass man ein Interview führt, aber dass man Kampagnen, die rein mit Plakatierungen und mit Inserat geführt werden, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und das führt in dem kleinen Land, wo man ja sich tagtäglich praktisch auch mehrmals begegnet, führt das zu Emotionalisierungen, die einfach nicht notwendig sind. Und ich glaube, wenn man das Sachargument sprechen lassen. Jetzt geht es einfach weiter. Das Volk hat einen Entscheid zu dem Projekt getroffen. Es hat nicht einen Entscheid getroffen für oder gegen ein Landesspital. Jetzt gilt es einfach, den Prozess richtig aufzugleisen, alle Sachfragen richtig einzuordnen. Und dementsprechend schon bald im Landtag auch wieder mit dem Landtag zusammen. Der Landtag hat eine Landtagskommission geschaffen, die ich sehr begrüße, dass der Landtag in dieser Angelegenheit, durch das, dass er sich auch sehr, sehr prominent eingebracht hat im Vorfeld, aber auch im Abstimmungskampf, dass der sehr eng eingebunden ist. Und da gilt es jetzt, dass man miteinander die Weichen richtig stellt und Perspektiven aufzeigt. Sie haben das Wort Emotionalisierung verwendet. Als Konsument, als Zeitungsleser oder Fernsehkonsument von außen hat man das Gefühl so ein bisschen, dass es so nach dem Motto jeder gegen jeden geht. Sie haben den runden Tisch einberufen, die Gesundheitsministerin ist nicht gekommen. Ist das ein Signal in irgendeine Richtung oder? Nein, meine Verantwortung war einfach, ich habe sehr viele Telefonate natürlich bekommen, ich habe zum Teil auch Aufforderungen über die Medien bekommen. Die Verantwortung hier zu tragen, die habe ich von Anfang an getreten in dieser Agenda. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man klarlegt, was die eigene Position in dieser Sachfrage ist. Meine Verantwortung war dann, einmal die Mahnungen zu kanalisieren. Deshalb auch der erste Tisch, den ich durchgeführt habe mit den 5 Abgeordneten, die sich in der Spitalfrage eingesetzt haben, auch exponiert haben. Und ich glaube, das Ergebnis ist sehr gut. Jetzt kann man in der richtigen Bahn miteinander und mit dem Landtag diskutieren, in einer legitimierten Art und Weise mit einer Landtagskommission. Und wichtig ist nur die Vergangenheit, wer hat da welcher Sitzung teilgenommen, sondern wichtig ist, dass man sich jetzt einbringt für die Zukunft und dass man wirklich zügig an einer künftigen Lösung schafft. Es gab mehrfach von Abgeordneten beider Parteien oder aller Parteien, aller im Landtag vertretenen Personen den Vorwurf, dass die Regierung zu wenig informiert. Wäre das jetzt eine Änderung im Stil, dass man sozusagen begleitend informiert? Ja, die Information muss sich auf, wie gesagt, auf die Pro- und Kontra-Argumente beschränken, meines Erachtens so. Ich glaube, nur mit reiner Emotionalisierung, finde ich, kann man eine reine Sachfrage, wo es um eine Verpflichtungskredit oder um Geld geht, nicht lösen. Und deshalb haben wir uns so einen Grundsatzbeschluss so auferlegt und ich finde das so der richtige Weg. Zeitrahmen in dieser Sache? Ja, ich hoffe mir, dass wir im kommenden Jahr, im 2012, noch wirklich die entscheidenden Schritte setzen können, dass man uns einigen kann auf eine Strategie. Und ich glaube, wenn wir die Strategie haben, dann kann man auch relativ zügig daran arbeiten. So wie ich die Landtagskommission verstanden habe und wie es eigentlich um innere Intention entspricht, sollte man den Landtag nächstes Jahr noch einmal ganz konkreter mit dieser Sache können befassen. Also aus dem heißen Wahlkampf raushalten? Ja, sind sich ja alle einig, dass wir für die Zukunft vom Landesspital eine Lösung brauchen. Über einen Weg ist man sich nicht ganz einig gewesen und über einen Inhalt ist man sich nicht einig gewesen. Aber wenn alle der gute Wille und die konstruktive Kräfte da auch mitwirken, dann glaube ich, erreichen wir das Ziel aus nächstes Jahr. Wichtiger großer Punkt, Budget. Da ist die Rede vom zweiten Sparpaket. Wird es ein drittes geben, ein viertes? Ja, es hängt davon ab, wie wir jetzt das erste realisieren. Ich habe gesehen, dass wir auf unserem Weg eigentlich schon sehr, sehr weit sind. Wir haben über 80 Millionen realisiert, das heißt, das kommt nur. Weitere die 35 Millionen, 40 Millionen haben wir bereits in der Regierung beschlossen. Da braucht es einiges, was wir am Landtag noch zuleiten, einiges, was einfach in der operativen Umsetzung bei uns liegt.
Und da hoffe ich, dass der Landtag da auch mitmacht. Weiterhin ist natürlich das Ziel, dass wir das ausgewogen machen, dass alle einen Beitrag leisten. Es ist immer das Grundbekenntnis, ich spüre auch bei vielen Diskussionen, gerade mit politischen Entscheidungsträgern, dass das Grundbekenntnis ja da ist. Man muss etwas tun, aber wenn es dann konkret wird, ist es dann ja auch etwa mal eine andere Nuancierung und Prononcierung. Die Regierung hat deshalb meines Erachtens einen mutigen Appell gerichtet an die beiden Parteien, weil das nächste Jahr ist ja ein Wahljahr. Wir haben explizit in unserem Bericht, den wir am Landtag zugeleitet haben, einen Appell gerichtet, dass man jetzt nicht Versprechungen macht, wo man dann nach der Wahl nicht heben kann. Ich glaube, dort die Glaubwürdigkeit von der Politik erheblich leiden. Und ich hoffe, dass man sich da so beherzigt. Schließlich geht es ja bei Sparen. Beim Sparen und beim ausgleichenden Staatshaushalt nicht um Sie oder um mich, sondern es geht um uns und es geht um die Zukunft vom Land. Es ist das von den Zielen, die wir in der Agenda als höchstes und prioritäres Ziel angeschaut haben, dass man möglichst rasch wieder zu dem Pfad zurückkommt. Der Weg ist beschritten. Ich glaube, er wird so attestiert. Immer wieder, wenn ich mit Kollegen auch im Ausland rede, werden wir eigentlich beglückwünscht, dass wir das so schnell und auf deren Ausgangslage mit Reserven angegangen haben und auch rechtzeitig. Und ich denke, wenn wir anschauen, dass wir nach wie vor das höchste Länderrating überkommen, sogar mit einer stabilen, mit einem sehr positiven Ausblick, so ist das ermutigend, auf dem Weg weiterzumachen, auch wenn es unpopuläre Entscheidungen und Massnahmen drin hat. Es gibt so ein bisschen die Kritik, man hat also alles das gemacht, was relativ leicht ging, also Finanzausgleich, Gemeinden und die richtig schweren Brocken, die kommen erst. Ja, ich glaube, wer an meiner Stelle hockt, wird zu einer anderen Einschätzung kommen. Die Schritte sind nicht einfach gewesen. Natürlich hört man immer wieder, ja, jetzt müssen dann größere Schritte kommen. Wir sind offen für neue Vorschläge. Wir haben im Parlament vor anderthalb Jahren einen Weg aufgezogen. Der ist mitgetreten worden. An dieser Umsetzung sind wir jetzt. Die Regierung wird sich das nächste Jahr im Januar zu einer Klausurtagung treffen, um das zweite Paket zu schnüren, wo wir dann am Landtag im Mai oder Juni werden vorlegen. Und dort wird dann wieder das Motto sein, dass wir alle zusammen Farbe bekennen. Und das wird sicherlich kein einfacher Weg sein, aber ich spüre es aus vielen Gesprächen, die ich mit den Leuten hatte, dass die Leute schon bereit sind, Opfer zu bringen, weil wir natürlich schon auch uns auf einem Niveau bewegen, wenn wir ein bisschen selbstkritisch sind und ein bisschen uns auch in den Spiegel schauen, wo wir da auf einem Niveau sind, wo wir auch in der Region uns mehr als wir sehen können. Und ich glaube, wir müssen dort auch unseren Beitrag leisten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Region ja die reichste Region Europas ist oder die erfolgreichste und da nochmal rauszuragen, ist schon eine Leistung. Und man muss es, glaube ich, auch immer wieder erwähnen, 1.400 Millionen Franken Reserve bei der Regierung, 2.000 bei der AHV und bei den Gemeinden 300 Millionen, 200 Millionen. Aber trotzdem geistern Schreckgespenste herum wie Steuererhöhungen, neue Steuern und Ähnliches. Kann man das ausschließen oder wird es auch davon abhängen, wie sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt? Ja, wir werden jetzt als erstes einmal unser Sanierungsziel neu definieren. Wir sind ja aktuell bei einem Sanierungsziel von 135 Millionen. Das kann man sicher heute sagen, dass das nicht langt. Jetzt ist die Frage, ob wir die nächsten Schritte wieder ausgabenseitig konsolidieren, wobei wir vieles ja schon wirklich auch eingedampft haben an Ausgaben. Oder gehen wir auch an die Einnahmenseite. Natürlich, mehr Steuereinnahmen kann man auf verschiedene Art und Weise generieren. Man kann es durch eine aktive Wirtschaftspolitik generieren, durch neue Wertschöpfung mit Unternehmen, mit entsprechenden Leuten, die man ins Land lässt, generieren. Man kann es aber auch generieren, indem dass man über moderate Anpassungen in den Steuern bei uns nachdenken. Ich glaube, man muss einfach auch mal überlegen, wo wir uns im Steuerniveau bewegen. Ich möchte einfach zwei Tatsachen da auch einmal öffentlich machen. Bei uns zahlt ein Viertel der Leute, von den natürlichen Personen, zahlen keine Steuern. Die Hälfte von den Unternehmen zahlt keine Steuern. Also leisten in dem Sinn keinen Beitrag an das, was wir an Ausgaben leisten müssen. Da kann man sicherlich auch fragen, ist das richtig? Die zweite Tatsache ist einfach die, dass wir im Bereich der natürlichen Personen mit einem Spitzensteuersatz von 21%, bei den juristischen Personen mit 12,5% sicherlich in einer einsamen Champions League spielen.
Wenn man dort noch nur moderat, ich sage jeweils eine Steuerklasse dazu tät, ich glaube, wir täten immer noch in einer einsamen Liga spielen. Da muss man also noch nicht Angst haben, dass man da im Steuerwettbewerb eine Position verliert. Wir täten höchstens in der Relativität ein kleines Stückchen für unseren grossen Vorsprung, den wir haben, vielleicht ein kleines zurücknehmen. Also ich glaube, da wird da viel mit Angst politisiert und das ist nicht meine Art und Weise, sondern einfach Tatsachen auftischen. Wer soll in Zukunft noch einmal etwas dazu beitragen? Wir sind fast am Ende der Sendung. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bis zur nächsten Wahl, was sind die großen anstehenden Themen, die Sie noch fertig bringen wollen? Also es gibt einen Haufen Schwerpunkte, sicherlich die Sanierung vom Staatshaushalt, nachher auch im Jahr 2012 mit der gleichen Konsequenz und Entschiedenheit vorantreiben. Der Identitäts- und Markenprozess, den wir jetzt gestartet haben, im Markenprozess nächstes Jahr zu einem erfolgreichen emotionalen Abschluss auch für unser Land finden, wo sich jeder als Botschafter vom Land nachher findet, die Identität nach innen zu tragen. Die Schirmherrschaft vom Fürst hat da sicherlich vieles beitritt, dass man da Energie kann, noch einmal locker machen in vielen Teilen unserer Bevölkerung. Dann geht es mir darum, dass wir die Regierungs- und Verwaltungsreform ins Parlament bringen, dass wir da einen 20-jährigen Entscheidungsfindungsprozess kann auch erfolgreich nächstes Jahr diskutieren. Staat und Kirche ist ein Thema, dort sind wir auf einem sehr guten Weg. Eine Vorlage, wo wir, ein Gesetz, das wir diskutiert haben mit der katholischen Kirche, wo wir auch jetzt separate Gespräche noch führen. Das sind so sicherlich grosse Schwerpunkte, die wir das nächste Jahr möchten realisieren und auch noch weiterzutreiben, nicht zuletzt Agenda 2020, weiterzutreiben, weiterzuentwickeln und damit für unsere kommenden Generationen auch wieder eine politische Leitlinie geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass sich die Leute etwas festheben können, dass sie von der Politik nicht allein werden und dass wir da mit der Agenda 2020 eine Orientierungshilfe schon vor anderthalb Jahren geschaffen haben, denke ich, ist ganz, ganz entscheidend. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben auf ein spannendes 2011 zurückgeblickt und auch ein bisschen auf ein noch weiter spannendes 2012 vorausgeschaut. Wie immer bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von 1FL TV. Dankeschön und auf Wiedersehen.